Schrei vor Glück. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Heute um 20.15 Uhr. Die Steven Spielberg-Wochen. Guten Morgen, Mr. Anderton. Guten Morgen. Dies ist Ihr Minority Report. Am Mittwoch werden Sie es mit einem Verbrechen jenseits Ihrer Vorstellungskraft zu tun haben. Warum? Weil Sie es begehen werden. Was? Das ist eine miese Falle. Ich bin kein Killer. Werden Sie Augenzeuge. Steven Spielbergs Minority Report. Am Mittwoch um 20.15 Uhr. Bei Kabel 1. Dunkle Farbe und süße Säure. Dieser Essig kostet manchmal mehr als Wein. Aceto Balsamico und sein Geschmacksgeheimnis. Außerdem alte Fahrradreifen und ausrangierte Bücher. Second Chance. Kreative Ideen, wie Sie Ihren Müll zu Geld machen können. Das und mehr gibt's heute bei Abenteuerleben täglich. Die Steven Spielberg-Wochen. Schrei vor Glück. War doch gar nicht so schlimm. Findest du nicht auch? Indiana Jones und der Tempel des Todes. Heute um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Und danach der Soldat James Ryan. Morgen. Weihnachtszeit ist Abzockzeit. Peter Giesel deckt auf. Abzocke lauert überall. Tatort Weihnachtsmarkt. Es wird getrickst, gepanscht und gefälscht. Haben Sie die mal sich genau angesehen? Fiese Betrügereien statt gemütlicher Weihnachtsstimmung. Passt auf, was unterm Weihnachtsbaum liegt. Lasst euch nicht abzocken. Achtung Abzocke, das Weihnachtsspezial. Morgen um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Ihr Vorabend bei Kabel 1. Um 16.55 Uhr eine neue Ausgabe Abenteuerleben täglich. Danach um 17.55 Uhr eine neue Folge Mein Lokal, Dein Lokal. Im Anschluss um 18.55 Uhr eine neue Folge Achtung Notaufnahme. Und um 19.30 Uhr Achtung Kontrolle. So sieht's aus. Ihr Vorabend bei Kabel 1. Dieses Highlight jetzt auch live und kostenlos in der neuen Kabel 1 App. Jetzt downloaden. Ihre Primetime-Highlights bei Kabel 1. Heute Harrison Ford in Indiana Jones und der Tempel des Todes. Morgen neu. Achtung Abzocke, Betrügern auf der Spur, das Weihnachtsspezial. Und am Mittwoch Tom Cruise rennt gegen die Zeit in Minority Report. So sieht's aus. Ihre Primetime-Highlights um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Gleich in den Kabel 1 News. Mit einem neuen Sicherheitskonzept und hunderten Beamten geht die Stadt Köln in die kommende Silvesternacht. Außerdem, ein 24-jähriger Biker und YouTube-Star muss sich nach einem tödlichen Verkehrsunfall wegen Mordes verantworten. Mehr dazu gleich. Thanks.